Und guten Morgen, grüezi vom Supercharger Krickstetten. Nach zwei Tagen Pause, Family Time und Generalversammlung geht's jetzt wieder weiter mit dem Roadtrip. Vor circa eine Stunde aus Luzern losgefahren. Allerdings nicht vollgeladen, denn die letzten Tage hatte ich einfach in Luzern mit der Family keine wirkliche Möglichkeit, einfach das Auto zu laden und habe daher es einfach unterlassen. Und jetzt bin ich also relativ leer mit 20% circa angekommen hier beim Supercharger Krickstetten. Ihr kennt den Supercharger vielleicht von meinem Überblick, wo ich von Marbella nach Wien zurückgefahren bin. Da habe ich auch diesen Supercharger für einen Zwischenstopp gewählt. Ja, jetzt erstmal ein bisschen laden und dann geht's weiter Richtung, ich habe jetzt mal Narbonne eingegeben hier. Schauen wir uns das an. So, und dann möchte ich schauen, ja, wie weit ich einfach heute komme. So, und jetzt die Zeit zumindest mal nutzen für... Ja, so sieht es hier aus und ich habe mich extra ins Auto gesetzt zum Start. Die Kirchenglocken hinter mir sind so laut. Ja, gehört auch zur Tradition in der Schweiz. Wetter gut, ich habe in der Früh vom Wegfahren noch mal kurz, in der Nacht hat es geregnet, das Auto sozusagen mit dem Mikrofaser durch und sauber gewischt, ihr kennt mich ja, ich habe das immer einen Tick, ich bin da etwas eigen, aber man muss mich da nicht verstehen. Morgen. Ja. Nützen wir vielleicht die Zeit, um zumindest mal zu schauen, wo ich den nächsten Ladestopp machen könnte. Was haben wir denn da so? Ja, genau. Den nehme ich jetzt als nächsten Stopp tatsächlich, denn da war vor wenigen Tagen der Tesla-Kegel. Liebe Grüße gehen raus natürlich an dieser Stelle. Und auf dem Foto, das ich auf Facebook irgendwo gesehen habe von dir, als du da geladen hast, habe ich mir gedacht, hey, der schaut cool aus. Na, schaue ich heute mal vorbei. Das sind so 2 Stunden Fahrt. Ich glaube, das passt ganz gut für die nächste Pause. Und ich werde mit 4% jetzt ankommen. Nee, jetzt laden wir hier noch ein bisschen und dann ist auch mehr Reserve drinnen. Okay, die Zeit vergeht dann doch schneller, als man glaubt. Ja, jetzt habe ich noch schnell telefoniert ein bisschen und schon wieder auf 442, 95% somit geladen. Das heißt, prognostizierte Ankunft ungefähr mit 46%. Brauche ich dann auch eine kurze Pause da machen. Eigentlich dann schon wieder fast Zeit zum Mittagessen. Okay. Zusätzlicher WC-Stopp in Lulli zum Lulli. Aber sonst wäre das Ganze unentspannt geworden, zumal man ja auch nicht weiß, ob man an der Grenze irgendwo in den Stau reinkommt. Ladetechnisch natürlich macht es jetzt nur sehr begrenzt Sinn, aber egal, steht da, lädt er, also hänge ich ihn noch für die paar Minuten an. Knapp. Aber geht sich aus. Okay, besser. Wie sieht es hier einstweilen aus? Mal gucken. Wobei, im Endeffekt werde ich jetzt auf jeden Fall gleich weiterfahren, aber ist ja immer spannend zu sehen. Okay, 420 Kilometer einstweilen wieder. An Reichweite 91% und es geht weiter. Ja, mal schauen. Vielleicht lasse ich jetzt den Supercharger doch aus. Habe ich ihn eben beim Foto vom Tesla-Kegel gesehen. Schaue ich mir halt den anderen dafür an. Ja, es muss ja auch zum Zeitmanagement sozusagen passen, was Mittagessen und so weiter betrifft. Ich habe mich jetzt mal entschieden, gleich zu dem Supercharger, sprecht ihr es bitte für mich richtig aus, zu fahren und jetzt hier mal zwischenzuladen und vielleicht finde ich ja hier einen Snack oder sowas zu essen. Ich habe tatsächlich schon Hunger. Vom Ladestand her, ja, wie gesagt, ganz entspannt, aber
ich richte mich eben eher nach dem, wo ich sage, ja, für mich wäre es jetzt mal angenehm, eine Pause zu machen und weniger danach, was jetzt das zum Beispiel, ja, das sollte ich auch erwähnen, haben einige geschrieben, man könnte natürlich auch die Route so planen, dass einem sozusagen der Tesla gleich automatisiert die entsprechend empfohlenen Supercharger auf der Route mit Ladezeit vorgibt im Navi. Ja, aber ja, also ich suche mir das eben, wie gesagt, immer, es sind ja mehr als genug immer auf der Strecke, ich lasse ja jede Menge dazwischen wieder aus und es ist mir einfach sympathischer, das nach meinem Gutdünken zu wählen. So, V3, sehr schön. Da müsste ja dann eigentlich tatsächlich von der Geschwindigkeit her, wenn es dann mal hochgefahren ist, mehr gehen. Gucken wir mal. Ja, ich habe hier auf 100% eingestellt. Man könnte natürlich auf 90 stellen, was ich normalerweise eher mache. Aber ich glaube, ich nehme mal, was geht sozusagen. Und 105, 106 kW wird noch mehr. 109, 110, 112. Es fährt jetzt langsam hoch. Will ich nicht warten. Ich gehe jetzt mal an. Ja, dann gucken wir mal. Es sieht zwar ganz ordentlich aus und was ich auch mag, ihr wisst, mir sind solche Dinge einfach wichtig persönlich. Ja? Schön breit eingezeichnet, sodass man wirklich Platz hat zum Aussteigen und nicht unbedingt gleich die Türen anschlagen muss, weil man wenigstens ein bisschen achtet sozusagen, wovon ich jetzt mal ausgehen möchte bei anderen Tesla-Fahrern. Ja, dann hier haben wir ein AC-Hotel von Marriott. Gefällt mir das Aktionär auch. Auf dem haben wir eine Kleinigkeit zum Essen. Zu akzeptablen Preisen. Okay, wie viel auch immer ich jetzt geladen habe, es geht direkt nach dem Essen weiter. Und falls ihr euch fragt, warum ich eben vorher die 100% eingestellt habe, bin ich zum Beispiel auf 90, weil ich mir, fliegt da, weil ich mir eben denke, ich bin ein selbstbestimmter Mensch, sprich, ich stelle mal einfach die 100% ein und je nachdem, wie lange ich dann zum Essen brauche, so lange lädt er eben dann auch und ich habe nicht das Thema, dass er zum Beispiel dann schon zu schnell fertig ist, auch wenn ich nur einen schnellen Snack hier esse. Ja, ihr wisst, ich schaue mal herum, ob mir irgendwas auffällt, was nicht passt und dann geht es direkt weiter. Wie sieht es hier aus? 451 Kilometer, also 97% ist dann am Ende des Tages geladen. Ja, Narbonne wird sich jetzt noch nicht ausgehen, logischerweise, aber wir machen wieder mal die übliche Taktik. Mal schauen, was da so auf der Route liegt und gleich mal was voreinstellen, was sich auch sonst pausentechnisch eventuell ausgehen könnte. Was haben wir hier? Monte Lima, das kennen wir zwar schon. Aber 190 Kilometer, das könnte tatsächlich gerade auch vom Zeitraum für die Pause gut passen. Und Kaffeepause dort. Passt. Das wäre nämlich dann um 15.26 Uhr. Das halte ich für ein Gerücht. Ja, 15.26 Uhr, genau. Und schon beim Supercharger Monte Lima ging, muss ich sagen, echt problemlos, außer kurz Aufenthalt bei der Mautstation, wo von mir ein deutsches Wohnmobil einfach irgendwie die Maut nicht zahlen konnte, aber oder irgendwas nicht funktioniert hat mit dem Ticket, glaube ich, so ist oder eher. Wie auch immer, ein paar Minuten machen eigentlich nichts aus. Ansonsten, ja, echt super Fahrt gehabt. Ganz am Schluss, jetzt hier war ein bisschen mehr Verkehr, sonst eigentlich wirklich sehr, sehr ruhig. Und ja, reichweitentechnisch sich schön ausgegangen. 116 Kilometer hätte ich noch. Das sind 25%. Eigentlich genau wie prognostiziert, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich würde sagen, jetzt stecke ich mal als erstes das Teil an. Und dann hoffe ich, dass ich hier Kaffee finde. Und vielleicht irgendwas mit Schoki hätte ich ganz gerne. Ja gut, den Supercharger hier kennt ihr schon. Hier V3, drüben noch jede Menge Stalls der zweiten Generation. Klimaanlage nicht vergessen, habe ich auf Halten. Nicht, dass die gute Lim-Schoki kaputt wird. Und ja, da geht ja richtig was weiter, ne? So stellt man sich das vor. 25 Minuten verbleiben zur Weiterfahrt.
whatsoever. Yeah, da geht was. Chocolate Cake und Espresso geordert. War die erste Milchspeise, die mir vorgeschlagen wurde, habe ich gleich gesagt, ja, Chocolate Cake. Klingt doch sehr gut. Letztes Mal am Weg von Marbella nach Wien habe ich hier gegessen den Burger Vegan. Genau. Okay, das gleiche wie letztes Mal. Ich freue mich, dass man da drüben ist. Als zahlender Kunde muss ich sagen, könnte ich mir das denke ich aussuchen, dass wir hier sitzen, was aber jetzt nicht so sonderlich appetitlich ist. Aber okay. Ja, Hauptsache Kaffee ist gut und Schokokuchen passt und das Schlagobers lasse ich lieber stehen wegen Laktose und so. Also, mein Fazit, Schokokuchen war gut, Kaffee war okay, ja. Nespresso zum Beispiel wäre mir lieber gewesen, aber okay. Was ich einfach nicht so toll fand, gut, da wäre es zum Beispiel auch, heute ist es zwar heiß mit 32 Grad, aber nicht so heiß wie das letzte Mal mit 37, 38, was waren es, nicht aber. Ja, was mich ein bisschen, wie soll ich sagen, geärgert hat, war... super, thank you. Ja, was mich ein bisschen geärgert hat, war, ich musste mich auf dieses, nach meinem Empfinden, nicht wirklich saubere Sofa setzen. Und ich weiß, ich bin da ein bisschen eine Tusse, ja. Aber dann setze ich mich doch in einen sauberen Sitz im Tesla und generell Bedbugs und so, ja. Weiß nicht, ich habe lieber einen Sitz, der nicht der Stoff ist, sondern der abgewischt ist, ja. Aber vielleicht bin ich da auch komplett crazy, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwer von euch überhaupt nachvollziehen kann, aber ja. Aber trotzdem, also Fazit, ich kann es trotzdem hier empfehlen, 429 Kilometer, 92%, ich würde sagen, das passt, ich fahre jetzt direkt weiter. Gut, wohin geht es eigentlich weiter? 2 Stunden 20 nach Bonn. Schauen wir vielleicht noch die Gesamtroute mal an bis dahin. Ich möchte aber schauen, ob ich vielleicht sogar noch ein Stückchen weiterkomme oder ob ich dann dort übernachte. Wir werden es dann sehen. Jetzt schauen wir nur noch. Supercharge auf der Strecke wäre natürlich noch jede Menge. Wie wäre es hier? Ich glaube, es ist entspannter, wenn ich den als nächstes nehme. Ja, was vielleicht auch manche interessiert. 8 Euro habe ich bezahlt für Espresso und einen wirklich guten Schokokuchen. Also preislich, ob man jetzt gerade aus der Schweiz kommt, finde ich das eigentlich recht viel. Herrliche Abendsonne und ich bin doch bis nach, ihr kennt ihn ja schon vom letzten Roadtrip, nach Bonn zum Supercharger durchgefahren. Ging jetzt eigentlich ganz gut, es war schon teilweise dichterer Verkehr, aber es war eigentlich entspannt. Gut, man muss ja ehrlich sagen, die meiste Zeit fahre ich ja nicht selber, sondern die meiste Zeit fährt eigentlich der Autopilot. Aber wie auch immer, keine Zeit verlieren, jetzt mal anstecken. Und ich habe jetzt hier noch kein Zimmer reserviert, weil eigentlich würde ich gerne noch das Tageslicht nutzen und ein Stückchen versuchen weiterzukommen, um morgen dann schon dementsprechend weiter zu sein. Jetzt hält mich das erste Mal das Aufladen etwas auf. Ich könnte natürlich jetzt schauen, ob ich hier gleich Abend esse. Aber, ja, schau mal, was tut sich hier. Stark frequentierter Supercharger. Ja, ich möchte auf jeden Fall mal hier draufstellen. Das ist immer ein bisschen fummelig, finde ich. So. Und machen wir vielleicht mal 90%. 35 Minuten. Ja. Abendessen geht sich in 35 Minuten hier im Restaurant mit Bestellen realistisch eben nicht aus. Und genau das ist das Thema. Und länger will ich jetzt zwar auch wieder nicht hier sein. Ja, ist jetzt halt so, dann esse ich jetzt mal nichts. Und dann schaue ich mal, bis wohin ich noch kommen könnte heute. Hier immer sehr international, die Teslas zu laden, muss ich sagen. We'll be right back.
Dabei wäre heute endlich mal weniger los hier insgesamt. Ja? Und es wären auch genug Zimmer frei, wie ich jetzt gerade geschaut, und die Preise dementsprechend etwas niedriger. Aber ja, ich würde echt gerne noch ein Stückchen weiterkommen. Weil von hier weg bis in die Wohnung schaffe ich es morgen. Also das mache ich nicht nochmal. Beim letzten Roadtrip, ihr wart ja dabei. Also das war schon heftig am Schluss. Wenn ich sozusagen mit nur einer Übernachtung jetzt noch bis zur Wohnung kommen möchte, dann müsste ich auf jeden Fall schauen, dass ich jetzt noch weiterkomme. Okay, ich habe jetzt zwei weitere Supercharger, die ich vom Weg von Abea nach Wien kenne, eingegeben, wo jeweils ein sehr schönes Hotel dabei ist. Ja. Ich zeige euch mal hier die Route. Das eine wäre hier, nennt sich Caldes de Malavella, oder wie auch immer man das ausspricht, in 168 Kilometer, würde ich also um 20.06 Uhr ankommen. Ich denke, das sollte noch drinnen sein. Ja. Jetzt mit 3%, wenn ich so losfahre, direkt ohne wirklichen Ladestopp hier. Aber ich werde natürlich jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen hier stehen bleiben. Was zum Trinken hole ich mir auch noch raus. Oder, machen wir kurz weiter. Optimalerweise würde ich bis Tarragona kommen. Dort sind zwar nur zwei Supercharger. Aber da ist auch ein recht nettes Hotel und das hat billigere Zimmer. Und ich wäre nochmal deutlich weiter. Da würde ich um... Wann? Ja, laut dem um 22 Uhr ankommen. Natürlich zum Essen dann auf jeden Fall zu spät. Ja, aber jetzt hier essen, das zahlt sich auch nicht mehr. Was würdet ihr jetzt machen? Jetzt hier einfach länger stehen bleiben noch und essen? Okay, Hunger hat gesiegt. Ich habe mir einen Snack bestellt, das sollte relativ schnell gehen. Ja, mal auf 100% stellen würde ich sagen, ja? Der Klassiker. Ach ja, noch was Wichtiges. Wenn ihr etwas habt, was nicht zu warm werden sollte, gebt es nicht in den Kofferraum, auch wenn ihr die Klimaanlage auf Dauer anhabt, sondern in die Fahrgastzelle. Denn die kühle Luft geht einfach dann auf Dauer doch nicht nach hinten in den Kofferraum, habe ich gemerkt. Und die Lindschoki, ich hoffe, sie hat es ausgehalten. Ich habe es jetzt am Rücksitz gelegt. Ich wollte ursprünglich nicht am Rücksitz legen, weil dort die Sonne mal reinbrennt. Ja? Jetzt habe ich mir gedacht, der Kofferraum ist besser, aber der Kofferraum ist einfach doch sehr warm, auch wenn die Klimaanlage läuft. Okay, mal was im Magen, das ist gut, das heißt, ich halte es die nächste Zeit aus und ging auch recht schnell, weil ich dem netten Kellner, den ich eh schon kenne, gesagt habe, bin heute im Stress. Und jetzt werden wir mal schauen, ich habe tatsächlich schon ein Zimmer reserviert, günstig in Tarragona, ja, also hier. Das heißt aber, im Endeffekt müsste ich jetzt die Route bearbeiten, das wird schon heftig, ne? Das rausnehmen. Fertig und dann schauen wir mal, ob wir da direkt durchfahren können. Puh, minus 1%. Okay, das ist nicht gut. Ja, dann werde ich halt doch noch einen Zwischenstopp wo machen, sicher selber. Oder ich warte noch mal 10 Minuten mit dem Laden. Das könnte ich auch machen, dass ich dann noch voller bin und dann geht sich's aus. Jetzt hat sich noch jemand direkt daneben gestellt bei den alten Supercharger. Nicht ganz optimal, weil die Ladegeschwindigkeit nochmal runtergeht, wie man sieht. Aber egal, ich würde tatsächlich mit 1% ankommen, aber ich glaube, es gibt da noch das andere Problem. Kann ich wirklich 3,5 Stunden durchfahren ohne Pause und ohne Klo und so? Jetzt werdet ihr mich wahrscheinlich fast nicht sehen, aber ganz kurzer Zwischenstopp. In Barcelona beim Supercharger San Cugat, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Ja, ihr kennt den schon vom letzten Roadtrip. Dachte mir, ist einfach entspannter, ganz kurze Pause nochmal machen, auch wegen der Konzentration und so, wenn es dunkel wird. Vor allem, ich fahre nicht so gerne im Dunkeln, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und jetzt habe ich noch, wie lange muss ich jetzt noch fahren eigentlich? Schauen wir mal, ich glaube eine Stunde circa. Aber dafür habe ich halt morgen die Chance, wirklich dann es bis zur Wohnung zu schaffen, halbwegs sinnvoll und entspannt. Und angekommen! Ja, bisschen spannende Situation hier, aber hier ein Model X, das am Destination Charger hängt. Ich habe mich den Moment jetzt auch an den Destination Charger gehängt. Warum? Sparen, wo man kann. Erstens mal steht der Kollege sowieso jetzt beim Supercharger quer, weil die da immer noch, ich glaube, so wie ich das verstanden habe, spielt er mit den Kindern dann auf Ball.
und verwendet die Scheinwerfer, damit er Licht hat oder so. Ja. Aber im Endeffekt brauche ich den Supercharger jetzt eh nicht. Das heißt, mal Strom gratis nehmen bis morgen in der Früh und was dann noch nicht voll ist, kann ich immer noch superchargen. Ne? Ich meine, so ganz beruhigt bin ich nicht, dass die Kinder da Ball spielen, aber okay. Und das andere ist, ja, noch ganz kurz anschauen, lädt also hier sehr langsam mit dem Destination Charger, 6 Ampere. Ja, wie gesagt, was morgen noch nicht voll ist, wenn ich losfahre, da lade ich dann schnell noch am Supercharger. Ach ja, und, blöd, Dashcam ist voll, das werde ich jetzt gleich mitnehmen, den Stick, und dann gleich überspielen und gleich nochmal reingeben. Okay, noch eine kurze Roomtour und das war's dann für heute. Morgen zeige ich euch dann ein bisschen mehr von der Anlage hier und dem Supercharger, denn ich finde, das ist noch so ein richtig kultiger Supercharger, nicht? Das ist so eher noch einer der ersten Supercharger, die gebaut wurden, so wie das noch ein bisschen so Pionierzeit war und auch irgendwo gewissermaßen exklusiver, das Tesla-Fahren nochmal einfach damals, weil es noch viel weniger waren. Und da waren halt eben so wie hier nur zwei Stalls oft, ja. Und irgendwo an so einer Location, irgendwie bei einem Weingut quasi, ja, und ist ganz kultig, finde ich. Schauen wir uns morgen genauer an. Ah ja, das Zimmer wollte ich auch noch zeigen. Nennt sich Komfortzimmer, war jetzt die günstigste Kategorie. Aber für eine Nacht wird es ja wohl okay sein. Ist ja alles da, was man braucht, ne? Jetzt aber gute Nacht und ich freue mich wie immer auf einen Austausch in den Kommentaren.